Wer alles ein Taugenichts ist und wer nicht, aber gut. Also, jetzt erst einmal zum Helmbrecht. Toller Name. Aber ja, das ist Aventurien, die haben. Hier haben wir alle Leute tolle Namen. Wie also heißt euer Schiff? Er sitzt da am Flussufer und sowieso. Gut. Dann können wir ja hier am Fluss entlang laufen. Und ja, ich finde auch hier wieder sieht das Gebiet richtig schön aus, vor allem wenn man hier mal auf die andere Flussseite den Turm und alles so anguckt. Ja, ich bin mal gespannt, wie es so im Jagdrevier und im Hammer in den Hammerbergen aussieht. Oh, den Zunderschwamm, den wollte ich nicht liegen lassen. Fehlschlag, schade. Aber okay. Jetzt reden wir mal mit Helmbrecht hier. Der sieht ja noch relativ jung aus. Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Lust mit euch zu reden. Der klingt ja schon mal sehr nett. Warum bist du gerade wieder dabei, dieses Buch zu lesen? Ihr wisst davon? Sicher schickt euch mein Onkel, um es mir wegzunehmen. Sagt ihm, dass ich keine Lust auf seine öden Wachdienste habe. Ich war selber mal Soldat und ich kenne eigentlich meine die Pflicht als Wachmann. Dieser langweilige Büttel redet immer nur von Pflicht und Ordnung. Dabei will er sich nur lieb Kind machen bei meinen Eltern. Von den wirklich wichtigen Sachen versteht er nichts. Ja, was sind die wichtigen Sachen? Vergessen wir mal kurz deinen Onkel. Was ist denn an diesem Buch so interessant? Gehen wir mal außen herum um das Problem von hinten heran. Es geht da um echte Gefühle. Wir machen doch eh alle nur, was ihnen gesagt wird. Niemand tut wirklich etwas, weil er es will. Oder weil er jemanden mag. Naja, ihr wisst schon. Er ist verliebt. Und du, würdest du etwas tun, weil du jemanden magst? Jemanden bestimmten vielleicht? Ach, das war doch nicht so... Naja, da ist dieses Mädchen, Jusmine, die Tochter von Hauptmann Honorald. Sie ist irgendwie viel reifer als die anderen. Einfühlsamer und so... Überreden. Versuchen wir es mal. Statt über große Gefühle zu lesen, könntest du deine Zeit doch lieber noch viel besser mit einem netten Mädchen verbringen. Leg doch mal das Buch weg und sprich mit dieser Jusmine. Ja, nur über Gefühle zu lesen ist auch nicht das Wahre. Hier, nehmt das Buch. Ich werde wohl mal zu ihr gehen. Neulich hat sie zu mir rübergeschaut. Vielleicht wollte sie ja was. Okay, das Problem konnten wir schon mal lösen. Jetzt gehen wir weiter hier entlang. Ich will mal gucken, was hier sonst noch ist. Außer den paar Wölfen da vorne. Die wir jetzt mal ignorieren. Und doch noch auf sie zugehen müssen, weil wir ja hier hoch wollen. Reisepunkt zum östlichen Wald freigeschaltet. Einbeeren. Oh, nebenbei. Ich habe doch... Wo ist der Einbeersaft, den ich hergestellt habe? Davon kriegt Aufteilen vor Grimm mal 6 Stück. Und nachher kriegt Ardo nochmal die anderen 10. Also hier ist nur der Zollturm. Würzekräuter, Bleichmohn, Zunderschwamm, Einbeere. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich mir alle Raune finde. Zunderschwamm, Würselkraut und die Wölfe hier. Die aber mittlerweile für uns keine Probleme darstellen sollten. Ei. War ihr? So. Kann Thorgrim ja mal seinen Befreiungsschlag ausprobieren. Den kann er nur wahrscheinlich wirklich nur machen, wenn er umzingelt ist. Na gut. Egal.
Ja. Valris hat keine Munition mehr. Das ist weniger gut. Ich mach das schon. Eorla. Ich mach das schon. Und den Wolf dann noch. Wolfsfell Lederpanzer. Gut. Wolfspfote. Ich nehme mal nicht an, dass hier irgendwo Handwerksdinger sind. Und das war auch wieder ein Fehlschlag. Jetzt tänzelt er das die ganze Zeit, dass keine Munition über ihr herum. Himpf. Die teuer hergestellten Pfeile will ich eigentlich nicht. Ich guck mal kurz bei der Händlerin, wie viel die wert sind. So im Durchschnitt. Und dann entscheide ich, ob ich sie verkaufe oder verballer. Weil die waren eigentlich schon ziemlich teuer. Ich habe für eine Steineiche 10 Dukaten gezahlt. Und die 10 Dukaten hätte ich eigentlich liebend gern wieder zurück. Sie hier? Da seid ihr ja wieder. Sag das doch. Ei. Was ist denn... 15 Dukaten. Okay, das hat sich erledigt. Die Pfeile werden nicht verschossen. Jetzt muss ich erst einmal wieder zum... Ach, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir gleich mal bei der Zollfestung vorbei. Und verkaufe ihm... Ja. Und gebe ihm hier das Buch. Seid gegrüßt. Das Buch eures Neffen. Habt ihr es diesem Nichtsnutz abnehmen können? Ja, hier ist es, bitteschön. Behaltet den Schund. Kann mit sowas nichts anfangen. Wollte nur sicher gehen, dass er es nicht mehr hat. Vielleicht kommt er ja ohne diesen schädlichen Einfluss wieder zur Vernunft. Nein, kann ja eigentlich nur besser werden. Seid bedankt für eure Hilfe. Hier, ein paar Münzen für eure Mühen. Gibt es sonst noch etwas? Nichts weiter. Jetzt dürfen wir das Buch behalten. Was steht denn da drin? Das lese ich jetzt nicht vor, tut mir leid. Aber das ist etwas zu viel. Des Guten. Ich muss jetzt erst einmal wieder zu Talaria zurück. Zollfestung, Talaria. Ich habe total vergessen, Pfeile herzustellen. Was kann ich für euch tun? Wo ist... zu den Elfen, die sind näher dran. Blöd, dass die Zollfeste keine Werkbänke hat. Und ich so vergesslich bin. So, Fyris, komm mit. Wie kann ich dir helfen? Du musst dir nämlich Pfeile machen. So. Wie viel Bolzen habe ich denn noch? Mehr als genug. Ei? Aber Fyris braucht dringend Pfeile. Ich mach am besten gleich mal 500 Stück. Jagdpfeile, genau. Nein, mache ich gleich mal 1000. Gut. Fellfetzen, Wolfspfoten. Achso, stimmt. Davon stellt sie ja immer nur... Ich mach das schon. Stellt sie ja immer nur 50 her. Und die besseren Pfeile, die wir jetzt nicht mehr drin haben... gut. Dann kann sie noch mal 200 Stück herstellen. Gut.
Das dürfte jetzt mal eine Weile reichen. Das sind nochmal 600 Pfeile, 700 Pfeile. Gut. Talaria. Captain Debrak. Was kann ich für euch tun? Wo soll zurück zur Zollfeste. Und dann werden wir mal die Aufgaben dort erledigen. Wieder Quano. Ja, bitte. Vorgrim. Und Fyris. Wie kann ich dir helfen? So, die Gruppe aufnehmen. Quano und Vorgrim mal austauschen hier in der Reihenfolge. Ja, das bin ich nämlich so gewöhnt, dass Vorgrim da weiter oben ist. Oh, und die Wölfe sind wieder da. Darf ich sie gleich nochmal töten? Obwohl ich das nicht unbedingt so möchte. Ich mag Wölfe eigentlich. Was? Okay, jetzt gucken wir mal, ob Vorgrim jetzt mit seinem Befreiungsschlag. Okay, er hat auf jeden Fall schon mal den Wolf getroffen. Ja. Weiche! Gut. Wölfe tot. Gut. Und geplündert. Wolfsfell sehen Lederbänder. Wolfsfell und Lederbänder. Gut. Und Wolfsfell und Sehnen. Und dann gehen wir mal weiter. Also hier oben ist schon mal nichts Interessantes. Da steht irgendwas von einem Tor. Zunderschwamm, Würselkraut, Einbeeren, Vorgrim. Und ja, ich würde mal ganz ehrlich sagen, mit diesem Ausblick hier mache ich dann erst einmal wieder einen Schnitt, speichere und dann sehen wir uns gleich wieder. Also LP025 speichern. Und dann würde ich sagen, nochmal kurzer Panorama-Ausblick. Oh, das sieht so herrlich aus hier. Ob wir da drüben weiter können nachher? Das sieht es jedenfalls so aus. Müssen wir hier drum herumlaufen, an dem Hirsch vorbei. Sieht auf jeden Fall schön aus. Schöner Ausblick. Aber gut, dann mache ich jetzt einen Cut. Bis gleich.